Hallo und herzlich willkommen. Hat da gerade mein Akku gesagt, er ist gleich leer? Das kann sein. Macht nichts. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wechsle den Akku dann halt. Es ist so, wir haben ja mal dieses Thema gehabt mit dem Kompass. Da habe ich ja mal behauptet, ein Kompass ohne Karte ist nutzlos. Ja, nicht nutzlos, aber ist überhyped. Und ein Gegenstand, den alle ganz toll finden und mit sich rumschleppen, aber man braucht den eigentlich nicht. Beziehungsweise selten. Bis gar nicht. Und der ist eigentlich nur dazu da, das ist das eine Ding, was ich gebracht habe, um zu vermeiden, dass man quasi im Kreis läuft und dass man auch wirklich geradeaus läuft, immer in die gleiche Richtung, wenn man zum Beispiel nach Süden will, weil man irgendwo mit dem Flugzeug abgestürzt ist, wo Schnee liegt und man davon ausgeht, dass im Süden irgendwann weniger Schnee liegt. So. Blöd ist jetzt, wenn es die nördlichen Randalpen waren, dann wird es im Süden nämlich schlimmer. Haha. Egal. Jedenfalls gab es dazu jetzt jede Menge Kommentare und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und das war ja auch so gedacht, das sollte ja so ein bisschen so eine provokante These meinerseits mit hoffentlich eben ganz vielen entsprechenden Antworten eurerseits, sollte das ja auch werden vom Video her. Und ich muss mal aufstehen und ein bisschen rumlaufen, sonst schlafen meine Beine ein. Ja, mir hängt ein Kompass um den Hals, nur dass da keiner sich wundert. Und es kamen auch wirklich tatsächlich sehr viele Kommentare und da möchte ich jetzt auf ein paar, so wie ich es im Kopf habe, eingehen. Einen genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich mir da jetzt genau angeguckt habe, wer da was geschrieben hat. Es gab einen wesentlichen Kommentar, auf den gehe ich zum Schluss dann noch ein. Es waren Leute dabei, die haben mir mehr oder weniger recht gegeben, dass man schon viel improvisieren kann, wenn man sich mit dem Sonnenstand gut auskennt. Und gerade auch, wenn man Zeit hat, genug Zeit, um quasi zu warten, bis der Sonnenstand eine genaue Bestimmung der Himmelsrichtung möglich macht, dann geht es auch ohne Kompass ganz gut. Außerdem muss man natürlich nochmal unterscheiden, das war kein Kommentar, das ist jetzt ein Kommentar von mir, ob man nun einen Knopfkompass dabei hat, der ist ja wirklich nur ein bisschen ein Hilfsmittel, oder ob man wirklich gleich so einen Kompass hier dabei hat, mit dem man auch vernünftig was anpeilen kann und präzise arbeiten. Das ist schon nochmal was, was mehr Möglichkeiten hat, als einfach nur eben ein entsprechender Knopfkompass, weil, ja, da ist ein bisschen eingeschränkt die Nützlichkeit, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Und ich denke, da geben mir die Kommentarschreiber recht. Gut, wofür ist jetzt so ein Knopfkompass trotzdem gut? Ein schlüssiges Argument fand ich, der wiegt ungefähr 1,5 Gramm. Man kann ihn irgendwo an den Klamotten, am Hut oder sonst wo befestigen und da stört er überhaupt nicht. Man kann also wirklich problemlos mitführen. Man kann auch 5 Knopfkompasse dabei haben, die stören immer noch nicht. Stimmt, das allein ist ja schon mal ein gutes Argument und warum auch nicht? Ja, da habe ich eigentlich mir jetzt fast schon den Wind aus den Segeln genommen. Aber spielen wir trotzdem das Spielchen mal noch weiter, weil sonst wäre das Video an dieser Stelle fertig und mit 3 Minuten 11 wäre es dann arg kurz. Das kann ich nicht machen. Also gab es dann noch das Argument, der ist quasi ein Backup, wenn das Wetter so scheiße ist, dass eine Orientierung anhand irgendwelcher Sonnen oder Sternen nicht möglich ist. Und das ist ja auch schon wirklich ein gutes Argument, wenn man es zum Beispiel eilig hat und irgendwo hin muss. Klar kann man jetzt sagen, okay, dann warte ich halt, bis das Wetter so gut ist, dass ich dann wieder sehe, wo ich hin will. Aber ja, je nachdem, wie lange das Scheißwetter anhält, ist das schon ein bisschen blöd. Das Wetterargument und gerade eben der Punkt Nebel, das hat, glaube ich, auch jemand geschrieben, ist so der Grund, weshalb ich ursprünglich immer einen Kompass mit mir rumgeschleppt habe früher und heute, ja, vielleicht nicht mehr aus dem Grund, aber ja immer noch tue. War nämlich eine Geschichte, die mir mein Vater immer erzählt hat, als ich klein war. Ich habe sie mindestens 20 Mal gehört, auch als ich nicht mehr ganz so klein war. Das ist, glaube ich, so bei Vätern, insbesondere wenn es Tüxenväter sind, die der Familientradition des man erzählt gerne Dinge nachhängen. Ja, kann ich auch ein Liedchen von singen? Naja, egal. Jedenfalls, nein, ich singe jetzt nicht. Mein Vater ist da mal damals auf einen Berg gestiegen, im Gelände, war glaubt Norwegen oder Schweden, das weiß ich nicht mehr so genau. Und das Problem war, als er da unterwegs war auf den Gipfel dieses Berges, kam halt Nebel auf. Also ist er am Gipfel problemlos angekommen, weil wo kommt man hin, wenn man beim Berg bergauf läuft? Zum Gipfel. Immer. Und irgendwann ist der Gipfel dann immer grundsätzlich so klein, dass man den relativ gut überblicken kann und man ist halt eben oben. Das ist so am Berg, ne? Relativ einfach den Gipfel zu finden.
Oh, jetzt ist mein Akku gleich leer. Deshalb gehe ich mal schnell zurück, da wo meine Ersatzakkus sind, und dann erzähle ich weiter. So, das Doofe war dann, als er auf dem Gipfel angekommen ist, da war immer noch Nebel. Und jetzt gibt es zwar nur eine Möglichkeit, wo man hinkommt, wenn man immer bergauf geht. Es gibt aber jede Menge verschiedene Möglichkeiten, wo man hinkommen kann, wenn man bergab geht. Nämlich auf die Vorderseite, Rückseite oder neben dem Berg, je nachdem aus welcher Position man das gerade betrachten möchte. Meistens gibt es 360 Grad von Möglichkeiten, wo man unten am Berg dann wieder ankommt. Und das ist dann natürlich ein bisschen blöd, wenn man keine Ahnung mehr hat unterwegs, wo man dann bitte runterkommt, weil man sich im Nebel auch dann irgendwann ja auch nicht mehr orientieren kann und man weiß einfach nicht mehr, wo bin ich hochgelaufen. So genau, das funktioniert nicht. Dementsprechend ist er auch ganz woanders runtergekommen, als er ursprünglich hoch ist. Als der Nebel dann weg war, musste er nochmal auf den Berg steigen, um sich zu orientieren, um dann auf der richtigen Seite runterzulaufen. Und ja. Deswegen sollte der Sohn immer einen Kompass dabei haben, was der Sohn dann eben entsprechend auch so meistens getan hat. Jetzt kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass es in Deutschland völlig zivilisationslose Berge gibt, an denen keinerlei Orientierungspunkte, noch nicht mal Wald zu finden ist, mit dem man irgendwie so ein bisschen rausfinden könnte, wo man hinläuft. Außerdem Tage, an denen so ein Nebel über mehrere Stunden herrscht, auch eher ein bisschen selten. Aber egal, das ist schon auf jeden Fall definitiv ein Argument, weil wir gehen ja auch davon aus, dass wir mit unserem Kompass irgendwo im Nirgendwo mit dem Flugzeug abstürzen könnten. Nebel bzw. ganz miese Sicht, da ist ein Kompass schon unglaublich praktisch, damit man zumindest ganz grob weiß, ja okay, ich bin auf jeden Fall nach Norden von der Straße weggegangen, wenn ich jetzt wieder nach Süden gehe und auch weiß, wo Süden ist, was ich im Nebel sonst nämlich wirklich nicht feststellen kann, dann ist das schon super hilfreich. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber wenn ich eine Stecknadel dabei habe oder eine, was auch immer für eine Nadel oder auch eine Rasierklinge oder eine Skalpellklinge oder halt irgendein längliches Stück Metall im Wesentlichen und ein Blatt und eine Pfütze, dann kann ich die Nadel elektrostatisch aufladen und dann zeigt das eine Ende der Nadel auf jeden Fall nach Norden. Ich habe vergessen, welches Ende welches ist, aber da gibt es dann ja schon so Techniken, die auch relativ gut funktionieren. Wer jetzt also sagt, das beherrsche ich unglaublich toll und habe im Nebel dann noch einen Nerv, sowas auszuprobieren und finde auch garantiert eine Wasserpfütze oder eine sonstige Gelegenheit, wo ich mir dann halt so einen schwimmenden Kompass auf einem aus einer Wasserfläche eben bilden kann, dann der darf das auch so tun. Aber ja, selbstverständlich, ein Kompass ist da dann halt eben schon sehr nützlich. Dann hatten wir noch das Argument, das ich ja selber ursprünglich am eigentlichen Video auch noch mal genannt hatte. Es kam trotzdem noch 17 Mal per Kommentar gefühlt, dass man nicht im Kreis läuft, wenn man einen Kompass hat, weil man nämlich sonst automatisch irgendwann im Kreis läuft. Das ist deswegen, weil man ein starkes und ein schwaches Bein hat in der Regel und deswegen läuft man automatisch eine Kurve. So, stimmt. Stimmt aber auch nur im total flachen Gelände, wo man nicht grundsätzlich ohnehin dauernd irgendwelchen Bäumen und Ähnlichem ausweichen muss. Ob das auch in einem völlig unterschiedlich gestalteten Geländeweg auch gilt, wo man dann vielleicht auch mal ein Stückchen einem Tal folgt in eine bestimmte Richtung und damit automatisch dem Verlauf des Talfolgs folgt. Da ist quasi der Verlauf des Weges oder der markanten Geländeteile schon das wesentlichere Merkmal, was einen eben dazu bringt, in eine entsprechende Richtung zu laufen, als halt eben die Tatsache mit dem Bein. Das gilt also wirklich nur im ganz, ganz flachen Gelände. Trotzdem, klar, es hilft einem, eine bestimmte Richtung zu halten, so ein Kompass. Man läuft nicht aus Versehen irgendwann, wenn man sich nicht mehr konzentriert, in eine andere Richtung weiter. Das ist also auf jeden Fall auch schon praktisch, wobei man natürlich sagen muss, da wäre das auch mit dem Sonnenstand relativ gut machbar. Aber wenn die halt eben nicht zu sehen ist, dann ist der Kompass das Mittel der Wahl. Und dann hatten wir noch die Sache mit dem, wenn man weiß, wo man hin möchte und zum Beispiel auf Berg A steht und auf Berg B ist das Schloss mit dem Drachen und der Prinzessin, die man gerne retten möchte. Um dann mit ihr Händchen zu halten, natürlich. Sonst hat man ja keine finsteren Absichten. Wahrscheinlich ist sie beim Drachen besser aufgehalten, aufgehoben, je nachdem, wer sie retten kommt. Böser Witz, böser Ben. Jedenfalls kann man dann von Berg A aus das Schloss von Berg B erheblich besser anpeilen, als wenn man keinen Kompass dabei hat.
Hätte man keinen Kompass, müsste man dann versuchen, die Richtung so per Daumen sozusagen abzuschätzen und dann quasi Folgendes machen. Gut. Schloss ist in dieser Richtung. Heißt, ich gehe jetzt zu diesem Baum. Puff. Stelle mich mit dem Rücken an den Baum. Flop. Und da Schloss ungefähr in dieser Richtung ist, gehe ich jetzt zu diesem Baum. Und dann stelle ich mich mit dem Rücken an den Baum und gehe wieder schwupp, schön an einen Baum, der, also man kann von dem Baum aus dann auch zurückgucken zu diesem Baum. Und da muss man sich halt eben diese Linie immer schön weiterdenken und dann immer zum nächsten Baum, der auf dieser Linie liegt, halt eben laufen. Das funktioniert auch ganz gut ohne Kompass und der Kompass wäre dabei halt eben nur noch mal eine Kontrollinstanz, mit der man auch mal immer wieder kontrollieren kann, bin ich denn da auch wirklich richtig oder habe ich inzwischen einen Knick in der Optik und habe den Baum ein bisschen weiter zu weit links oder ein bisschen zu weit rechts gewählt. Über sehr lange Entfernungen läuft man, wenn man ein paar Grad abweicht, total am Ziel vorbei. Also da sind ein paar Grad schon entscheidend. Und deshalb ist die Methode schon sehr unsicher. Das Gleiche kann man jetzt eben machen, indem man eben die Dinge durch den Kompass anpeilt und dabei halt eben im Blick behält. Ich zeige euch jetzt nicht, wie das genau funktioniert. Das haben andere Leute schon viel besser erklärt als ich. Dabei genau im Blick behält, wo ist jetzt welche Himmelsrichtung. Das heißt, ich muss exakt auf die 164 Grad von mir aus zulaufen, 0,5. Und darf da auch ja nicht von abweichen, dann kommt man schon etwas sicherer zum Schloss mit dem Drachen. Und das ist natürlich dann insbesondere dann wichtig, wenn man, um zum Schloss mit dem Drachen zu kommen, durch einen sehr undurchsichtigen Wald läuft. Irgendwas, wo man dann zwischendrin keine Möglichkeit mehr hat, das Schloss von dem Drachen überhaupt zu sehen. Und sich wirklich da absolut drauf verlassen muss, dass man auf 164,5 Grad halt immer schön geradeaus läuft. Ist ja auch in vielen Geländen gar nicht möglich, weil es dann irgendwann ein Hindernis gibt, wo man nicht durchkommt. Meinetwegen ein See ist nicht wirklich eine gute Idee, sowas zu durchschwimmen, auch wenn es viele Survival-Fuzzis dann gerne mal tun. klar, zu Trainingszwecken ist das ja auch was anderes, aber in einer realen, wirklichen Notsituation, da geht man doch verdammt nochmal drum rum, bevor man riskiert, dass einem sämtliche Ausrüstung da absäuft, weil man sie in einem Kondom von mir aus verpackt hat. Den Schlafsack und Ähnliches, ja. Haben wir alles schon nicht gesehen, aber bestimmt hat das schon mal jemand ausprobiert. Bestimmt. Jedenfalls, dann muss man quasi zählen und möglichst im rechten Winkel von seiner Linie, die man ja läuft, im rechten Winkel meinetwegen 100 Schritte abweichen. Dann macht man wieder einen rechten Winkel. Da ist jetzt der Kompass hilfreich, um zu realisieren, ob der rechte Winkel überhaupt ein rechter Winkel ist. Wenn man also auf 164 Grad zuläuft, dann muss man halt bei 84 Grad abbiegen, wenn man den rechten Winkel hinkriegen will. Stimmt das jetzt oder habe ich mich verrechnet? Bei 74 Grad muss man abbiegen, um den rechten Winkel entsprechend hinzukriegen. Und dann, wie gesagt, 100 Schritte machen. Nochmal einen rechten Winkel machen und bei der entsprechenden Gradzahl, das rechne ich jetzt nicht aus, entsprechend wieder abbiegen, dann nochmal 100 Schritte machen, dann wieder einen rechten Winkel machen zum Abbiegen, 100 Schritte machen und dann sollte man theoretisch wieder an der Linie angekommen sein, die man ursprünglich gelaufen ist und kann dann also wieder auf seine ursprüngliche 164 Grad zulaufen. Wenn man auch wirklich 100 gleich lange Schritte gemacht hat. Also die Sache ist relativ unpräzise, ist aber die beste Methode, um einen bestimmten Punkt im Gelände anzulaufen. Und ja, dafür ist ein Kompass sehr, 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 sehr hilfreich. Am hilfreichsten ist ein richtig guter Kompass. Ein Knopfkompass ist deutlich weniger hilfreich. Und ja, ich glaube, das waren so die wesentlichen Sachen, die man mit so einem Kompass dann anfangen kann. Wenn ich jetzt noch was vergessen habe, dann möget ihr mich bitte korrigieren. Ja, nee, sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Interessanterweise gab es aber auch durchaus Kommentare von Leuten, die meine Skepsis an der Nützlichkeit eines Kompasses nachvollziehen konnten und darauf hingewiesen haben, dass er jetzt auch schon sich seit, keine Ahnung, 30 Jahren nicht verlaufen haben und dafür noch nie einen Kompass gebraucht haben.
Ich habe auch die These aufgestellt, dass die im urbanen Raum relativ nutzlos seien. Aber genau da kamen dann auch nochmal Kommentare, dass das sehr praktisch ist. Und da muss ich sagen, das habe ich selber auch schon festgestellt. Insbesondere, wenn man zum Beispiel aus der U-Bahn rauskommt und untergrundorientierungstechnisch nicht so fit ist. Und wenn man dann aus der U-Bahn hochkommt, erstmal gar keine Ahnung mehr hat, wo zum Geier in der Stadt bin ich jetzt eigentlich. Und wenn man dann kurz auf den Kompass guckt, das kann dann schon hilfreich sein, weil man zum Beispiel jetzt auch nicht weiß, bin ich jetzt nördlich von der Kreuzung rausgekommen, bin ich südlich von der Kreuzung rausgekommen und wo zum Geier ist überhaupt die Kaiserstraße oder was auch immer. Das kann schon hilfreich sein. Doch, zugegeben. Ja, natürlich kann man sich im urbanen Raum auch wunderbar eben mit Straßennamen und so weiter und so fort orientieren. Und es gibt da auch hin und wieder mal gerne irgendwelche Schilder, die da irgendwo mal rumstehen, wo man auch mal eine Straßenkarte finden kann. Das wäre ja auch im Fall der Zombie-Apokalypse so, weil Zombies fressen ja keine Straßenkarten. Aber jetzt ufert das Ganze ein wenig aus und ich glaube, dabei können wir es auch belassen. Mehr unbedingt erwähnenswerte Kommentare sind mir, glaube ich, nicht aufgefallen, so rum. Und dann gehe ich jetzt erfolgreich wieder nach Hause. Das heißt erfolgreich. Ich hatte einen schönen Nachmittag im Wald, der war auch dringend notwendig. Das meiste war meins. Kleines bisschen was davon habe ich gefilmt. Aber das habt ihr ja jetzt entweder schon gesehen. Und wenn nicht, wird es das nächste Video, was ich hochlade. Macht's gut.